Und ein herzliches Willkommen mal wieder zurück hier bei God of War auf God of War. Es ist mal wieder soweit, ich trau mich. keine Ahnung, wie beim letzten Teil muss ich euch leider schon wieder sagen, das letzte Mal, wo ich gespielt habe, ist 2, 3 Monate her? 4? Keine Ahnung. ich werde mein Bestes geben, ich werde es versuchen, hier irgendwie durchzukommen. Hab gerade schon nachgeschaut, wie nochmal die ganzen Tastenbelegungen sind. Mal gucken, ob ich es drauf habe. Ich glaube ja. So, okay. Damit ziehe ich, ja. Mal gucken, wie ob wir jetzt erstmal direkt wieder sterben werden am Anfang. Aber ich freue mich schon drauf. Also es wird schon lustig, denke ich mal. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Junge! Mein Sohn ruft! Haut drauf, Kratos! Achso, gut. Soll ich irgendwas machen? Ach ja, cool. Na los, Kratos! Los geht's! Lauf, Junge! Ich liebe euch nicht. Kann man schon auf Schutz drücken, ey. Ach komm! Hab doch Schild gedrückt. Okay. Also es fängt schon mal ein Sterben an, das ist schon mal gut. Dann kann es ja nur gut weitergehen. Ach ja. Bis gleich. Diese Motten, ey. Wo ist denn der? Hin? Danke. Hin. Okay, super.
Ja, wir haben sie die Fähigkeit mit XP. Ja, das kennen wir ja schon mit I. So, guck mal, was wir da neu haben. Bestiarium aktualisiert. Dunkelalbkrieger. Okay. Es waren jetzt so zwei von denen. Okay. Aber. Trotzdem fand ich sie leichter. Als die, die ich in Erinnerung habe. Ah, ist das schön. Denkt man Zeit mal. Ein Traum? Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder rumgucken hier, wo wir hier was finden, was haben. Bisschen nicht Quecksilber, aber Hacksilber. Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, womit das noch verbunden ist. Das ist nur das eine? Nee, ne? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es von hier unten aus war. Schon so ewig her, aber trotzdem habe ich noch die Erinnerung. Da. Na, wunderbar. So, ich spiele jetzt das erste Mal God of War auf meinem neuen Bildschirm, den ich ja, neu habe quasi, ne? Also sieht astrein aus. Ist super. Macht Spaß. Ganz anderes Erlebnis jetzt. Das sieht schon cool aus. So, da können wir auch noch nicht lang. Das heißt, wir können erstmal nur hier entlang. Speichert das eigentlich? Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Wie speichert man nochmal in dem Spiel? Ach cool, hier. Einfach nur mal so. E bestätigen. Einfach nur mal so. Hat bestimmt auch automatisches Speichern, aber darauf verlasse ich mich jetzt mal nicht. Ich weiß das auch gar nicht, ob meine manuell Speicherpunkte funktionieren. Da können wir noch nicht rein. Hier gibt es so viele Spiegel, ne? Das ist Wahnsinn. Okay. Ne, hier geht noch nichts. Darunter können wir logischerweise auch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier sind wir nicht hergekommen, oder? Okay, wir können nur darunter. Wir können nur darunter. Habe ich freundlich aufgepasst. Wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Ist schon cool. Aber mit diesen leuchtenden Pilzen oder was auch immer. So, müssen wir da hoch oder da? Da? Guck mal, da oben gibt es etwas, da komme ich aber so, glaube ich, gar nicht hin, oder? Nee. Ja, dafür ist dann die Brücke da, klar, natürlich. Gehen wir erstmal klettern. Una da Uda! Hätte mal ein bisschen früher geschossen. Ich werde jetzt wahrscheinlich eh sterben. Oh!
Bring dich jedenfalls. Da schießt ja noch jemand. Nikola. Ach komm. Ich hätte ihn fast gehabt. Es geht wenigstens direkt von hier wieder los. Hä? Habe ich gerade noch mal einen Stück? Eieieiei. Warum hatte ich keine Waffe ausgerüstet? Was soll denn das? Ach komm. Bin noch nicht so weit. Ach komm. Wer schießt denn da eigentlich als? Wo ist der andere? Da oben. Was? Was willst du denn schon wieder? Oh yeah. Oh, noch er hier. Findest seinen wunden Punkt. Nicht bereit. Da. Oh, was gibt's denn? Zum Glück ist er alleine. Du hast ein Stück abgeschlagen. Das können wir gegen ihn verwenden. Hier bin ich mal vor. Oh. Was sind nur noch zwei? Was? Oh. Wo kommen die denn jetzt schon wieder alle her?
Boah, ist das mies, ey. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Dass da nochmal zwei Stück kommen, ey. Falscher Knopf gedrückt, ey. Bin so weit. Oh, ja. Okay. Ja, ich weiß. Und schon fängt's wieder an hier. Hammerhart. Das wird ein Spaß. Jemand? Nö, ich sehe keinen. Bin soweit. Ich nicht? Da. Oh, Alter. Kann ja nicht wahr sein, ey. Vater, steh auf! Aua! Der hat voll genervt, ey. Mann, ey.
Dieser Kerl, der nervt. Ich sehe den nur dummerweise nicht. Ich habe natürlich wieder nichts. Nicht mehr lang. Ist noch irgendwo einer? Nee, aber, ja, ich bin ja fast hin, ne, würde ich sagen. Ah nee, da ist noch einer. Achtung, Feuer! Noch nicht bereit, leider. Einer der Vergessenen! Wie tötet man etwas aus Stein? Du findest seinen wunden Punkt. Geh doch mal auf den Kleinen los. War nichts. Nee, ich sehe nicht gut aus. Hallo. Zwei Dunkelheiten, ey. Feuer!
So, nur noch er hier, ne? Scheiße. Oh. Hab ich zu lange gewartet. Nein. Okay. Puh, das hat echt gedauert. Aber wir haben es hingekriegt. Herzen aus Stein, vergessene Rüstung anfertigen. Okay. Also, da ist es. Halte Wache, Junge. Was haben wir hier? Zersplittert das Herz von Alfheim. Selten als Zauber. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriff von Dunkelalb um 12. Klingt an sich auch noch nicht verkehrt. Dunkelalb-Krieger, ja, den kennen wir doch jetzt mittlerweile. Steinvergessener. Einer der Vergessenen. Unglaublich. Wusste Mutter, dass sie noch leben? Sie wurden immerhin, eben vergessen. Wahrscheinlich sind sie ein Teil von Ymir und existieren schon seit Anbeginn der Zeit. Ich dachte, sie wären alle in Midgard. Warum sich dieser wohl in Alfheim aufhält? Das weiß ich selber auch nicht. So, ein paar Minütchen machen wir noch. Ich hoffe, es nimmt auf. Wehe, wenn nicht. So, einmal ein bisschen heilen. Sieh mal da oben. Ne, ich sehe noch nicht da oben. Ich speichere jetzt erstmal. Warte mal, erstmal das hier. Leichter Rundangriff im Menü anzeigen. Erstelle, rotiere Nahkampfangriff, der umstehende Gegner fast einen erheblichen Schaden verursacht. Das ist gut. Das will ich haben. Nehmen wir das hier. Das ist gut. So, wir haben ein paar Erfahrungspunkte. Gucken wir nochmal. Fähigkeiten, was haben wir denn so Schönes? Ja, Fernkampf braucht man nicht unbedingt. Nahkampf. Beim Sprint ein Sprungangriff. Ist vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Aber wir brauchen mehr die Hilfe hier von unseren Atreo. Das haben wir ja schon alles. Das haben wir auch. Haben wir wohl auch schon. Das hier brauchen wir eigentlich. Auch nicht verkehrt. Das habe ich ja zum Beispiel aus Versehen ständig gedrückt, die rechte Taste, aber dann drehe dich ja nur. Benutzen wir so eigentlich gar nicht. Ein schneller Stampfer. Ich glaube, wir heben uns die XP noch so ein bisschen auf. Rüstung, was haben wir denn hier eigentlich? Haben wir hier was besser? Achso, das hier. Nöp. Okay, dann war es das doch erstmal hier. Nehmen wir das hier auf?
Warum können wir das schon gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Wir speichern jetzt doch erst noch einmal und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns doch wieder erst beim nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei hier bei God of War. Auf God of War mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Beim Verzweifeln, aber doch siegen. Und ja, vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und bis zum nächsten Teil auf jeden Fall. Euer von der YouTube Let's Plays als Hobby. Bis dann. Tschüss.